Hallo Leute, wir sind zurück in Factorio. Letztes Mal hier ein paar Fabriken aufgestellt, so dass wir Elektromotoren bekommen, Batterien, damit wir auch ein paar Lasertürme bauen können. Aber das Ganze geht nicht so flott von der Hand, wie ich das gerne hätte, weil wir zu wenig Stahl haben. Und was wir hier machen können, ist eine zweite Stahlschmelze. Da brauchen wir einiges hiervon. Mehr Ziegelsteine. Und letztes Mal, dank den Batterien und den Elektromotoren, habe ich nun auch einen persönlichen Roboterhangar in der Rüstung. Und das erleichtert uns doch das Bauen etwas, denn nun kann ich einfach einmal kopieren. Einmal einfügen. Und sie sind zugegebenermaßen etwas träge, aber das kommt schon noch. Da bin ich zuversichtlich. Die brauchen einfach ein bisschen Training. Nicht so wie wir auch, wenn wir uns trainieren, dann geht das meiste auch einfacher von der Hand. Ich habe keine Untergrundfließbänder mehr und natürlich auch keine gelben Greifarme. Und dann fehlt es uns natürlich hier auch noch an den zusätzlichen Schmelzöfen. Ich mir noch ein paar Untergrundbänder, ein paar von gelben Greifarmen. Brauche vielleicht ein paar mehr. Und dann muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass hier entsprechend Eisenerz rangekehrt wird. Ich glaube, einen brauche ich noch. Fehlt auch noch einer. Gut. Nun, hier brauchen wir das und hier
Okay, ich lässt sich was von dem Band klauen. Ist hier schließlich ein rotes Band. Und dann verbinden wir hier. Greifarme. Hier auch einer. Das heißt, auf dieser Seite fehlt auch was. Gut. Das heißt, sollten dann fast doppelt so viel Stahl rausbekommen. Und das wiederum sollte mit unserer Produktion da oben helfen. Wenn wir uns hier mal anschauen, was wir noch bauen können, fallen hier mal die Module auf. Da brauchen wir einfach die verschiedenen farbigen Schaltkreise. Und wir brauchen da immer 5, 4, 30, 15, 60. Also die Herstelldauer verdoppelt sich immer, wenn wir hier eine Maschine haben. Dann brauchen wir hier von 2. Könnte das in etwa aussehen. Funktioniert das in etwa so. Hier brauche ich 4. Jetzt hier rote raufpacke. Dann gehen mir die Greifarme aus. Dann hole ich mir ein paar. Da überall habe ich da nicht repariert. Das heißt, hier unten kommen dann grüne und hier
Da geben wir die Einer-Module rüber. Und dann brauchen wir hier oben noch die blauen. Da machen wir einfach so eine Kiste ran. Mal so viel. Gut. Und das kopieren wir jetzt. Noch zweimal. Dann muss ich mal schauen, wie ich das mit dem Strom mache. So, das sind dann die grünen. Das heißt, hier haben wir dann solche. Das wird der Vierer. Und dann haben wir hier die Produktivitätsmodule. Die Einer. Dann hier hinten. Gut. Setzen wir doch einfach mal hier oben. Türme. Das war's mit den Fließbändern. Aber davon kann ich mir ja mehr holen. Kopieren wir doch einfach mal hier ein bisschen Bänder und dann können wir die Robis arbeiten lassen. Dafür haben wir sie ja. Angegriffen, da unten. Okay. Wir haben unsere Türme fertig gemacht. Kommt ihr hier? Da unten. Okay. Von Hand bauen ist vielleicht noch schneller. Aber die Robis bauen auch, wenn ich auf die Karte schaue. Ich gleich mal da nach unten gehen
nehme ich auch ein paar Türme mit, Lasertürme. Damit wir da etwas aufräumen können. Und hier unten habe ich auch irgendwo eine Kiste mit Mauern, weil die werden wir dann ja auch brauchen. Wenn wir da groß uns einmauern werden. So. Einmal sicherstellen, dass unser Uran auch nach wie vor geliefert wird. Okay, das zweite Stahlband, das bewirkt etwas, dass wir hier kein volles grünes Band mehr haben, weil mehr verbraucht werden. Schaut soweit aber ganz in Ordnung aus. Dann hier machen wir die grünen ran. Und immer fehlt es an etwas. Wäre ja nicht Factorio, wenn es anders wäre. Die Untergrundbänder gehen mir auch bald aus. Noch 200 mit Greifern habe ich nicht mal viel. So auch nicht. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was ich da mit den Modulen machen lässt. Ich denke, wir brauchen ja von den Einern und Zweiern nicht wirklich viel. Aber die Dreier, das ist das, was interessant ist. Unbedingt hier hinten den Energiesparmodulen. Können wir da reinschieben, sobald wir die Forschung fertig haben. Sollte nicht mehr allzu lange dauern. Okay. Zwei von vier. Der läuft schon mal. Interessant wird sein zu sehen, ob die Maschinen dann dauerhaft laufen, sofern wir hier Chips anlegen haben, oder ob wir irgendwo einen Engpass sehen. Was wir dann wahrscheinlich auch brauchen in diesem Zusammenhang sind diese hier. Insbesondere für die bei der Covarex-Anreicherung.
da wollen wir sicherstellen, dass wir möglichst viel rausbekommen. Das heißt, da werden wir zuerst dann mal die Produktivitätsmodule reinpacken und dann brauchen wir natürlich auch Geschwindigkeitsmodule, damit das Ganze in vernünftiger Geschwindigkeit vonstatten geht. Ja. Da brauchen wir noch eins von den zwei Modulen und dann geht auch hier die Post ab. Hoffentlich. Und wir sind mit den Grünen auch fertig geworden. Hier Grünen rein. Sehr schön. Das ist unsere Modulproduktion. Und da läuft die erste Dreier Modulproduktion an. Gut, wieder ein Projekt erledigt. Das heißt, ich kann dann hier etwas die Anreicherung pimpen. Und dann sollten wir bald in der Lage sein, Laserverteidigung hinzustellen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss!